erstmals in der Zweiten Republik die absolute Mehrheit in Lanzenkirchen, die ÖVP. Auf das können wir wirklich stolz sein. Und ich glaube, gebt euch da selber mal einen Applaus, weil das seid ihr gewesen. Letztes Mal waren 66 Stimmen. 11, 11, 1 ist so ausgegangen. Diesmal haben wir einen Vorsprung von 470 Stimmen. Das muss man sehen. Der Mandatsunterschied vom Gleichstand 11, 11, 1 ist jetzt 8, 13. 5 Mandate Vorsprung zur SPÖ. Das muss man sich vorstellen. Und ich möchte jetzt sagen, danke an alle 46 Kandidaten, die was so brav gelaufen sind jetzt in den letzten 3 Wochen. Ich bin auch wirklich froh, dass wir nur 3 Wochen oder nicht einmal 20 Tage Wahlkampf gehabt haben, also von 7. Jänner bis 25. Jänner, dass wir die Weihnachtszeit gelassen haben und dass der Intensivwahlkampf so kurz war. Weil ich das merkte in den letzten 2, 3 Tagen, dass meine Kräfte schon ziemlich am Ende waren, nachdem wir da wirklich Gas gegeben haben mit unserem Bürgermeister und du, das war die schwierigste Geschichte, jeden Tag auf Nacht im Wirtshaus und halbwegs angesoffen. Und das muss man wirklich mitmachen, durchmachen. Ich habe es gern gemacht und ich mache das immer gern für die Lanzenkirchen oder für die Bevölkerung zu arbeiten. Wir werden sie auch nicht zurücklehnen, wir werden sofort übermorgen oder am Mittwoch die ersten Gespräche innerhalb der Partei führen. Wir werden danach relativ rasch Parteiengespräche aufnehmen mit der SPÖ und mit der FPÖ. Und wir werden den kürzestmöglichen Zeitpunkt nutzen, um eine konstituierende Sitzung machen und den eigenen Gemeinderat, dann den Bürgermeister, Vizebürgermeister, die Ausschüsse und alles Mögliche, was dazugehört, gewählt wird. Und dass wir dann wieder durchstarten und arbeiten, weil ich will in 5 Jahren wieder ein besseres Ergebnis haben. Und jetzt nochmal zum Danke an alle 46, die gerannt sind. Es war ja ein neues Modell, mit den Vorzugsstimmen selbst zu laufen und so weiter. Und da sage ich eins auch, ich bin, das habe ich immer gesagt, ich bin auf jeden Kandidaten sehr, sehr stolz. Aber ich bin stolz und was ich mitgekriegt habe, wer sie oder von den 46, wer da immer in die Häuser unterwegs war, wenn ich wo war und gesagt, da war der schon da oder die Kandidatin da. Herrlich für mich gewesen, dass das wirklich gegriffen hat, dass ihr draußen wart. Weil eins kann ich euch schon sagen, eine gemade Wiesn war das nämlich wirklich nicht. Wenn wir den intensiven Wahlkampf nicht machen, diese intensive Arbeit, diese intensive Kampagne starten, nicht die ganze Tour machen, nicht diese Einzelstimmen-Wahlkampf führen und so weiter, magst wahrscheinlich gerade das 12. Mandat, ich muss das jetzt so sagen. Und mehr nicht. Aber der intensive Wahlkampf hat sich ausgezahlt, dass wir den Vorsprung von 470 Stimmen von 5 Mandate zur SPÖ haben. Und ich glaube, das ist die Riesengeschichte für heute und herzlichen Dank dafür. Hallo. Und wir sind ja alle ums Leiberl gerannt und es hat 2 Gesetzte gegeben, das war die Frau Vizebürgermeister und ich, als 1 und 2. Und danach ist alphabetisch gereiht worden, bis 23, von 24 weg wieder alphabetisch gereiht, die hinteren Kandidaten. Und alle haben Stimmzählen gehabt. Und jeder hat halt nach seiner Zeit und nach seiner Möglichkeit geworben. Und wir haben jetzt diese Vorzugsstimmen ausgezählt vorher oben. Und ich darf euch jetzt das Vorzugsstimmenwahlergebnis bekannt geben. Platz 1 ist der Bernhard Kandaler. Ja. Natürlich der Senior. 396 Vorzugsstimmen. 396 Vorzugsstimmen. Platz 2, die Frau Vizebürgermeister Heidi Lamberg mit 189 Vorzugsstimmen.
Freude, da kann ich dir gratulieren für deinen Einsatz und was du machst über die 5 Jahre und immer wieder danke, danke. Und ich will jetzt noch nichts verraten und nichts sagen, aber ich glaube, der Bürgermeister und der Vize, das werden wir so beibehalten. Oder? Was glaubt ihr, wer Nummer 3 ist? Manfred. Manfred Grimm! Manfred Grimm, unser Kämpfer mit 127 Vorzugsstimmen. Und auf Platz 4, das freut mich ganz besonders auch. Unser Obmann von der jungen ÖVP, David Schirabe. Und ich kann euch da sagen, wenn wir den David nicht hätten als Kandidat, in Föhrenau, Obmann. Föhrenau hat keinen Kandidaten gehabt, die SPÖ nicht, die FPÖ hat 2 gehabt, Obmann, oder 3, wo die SPÖ gar keinen. Und wenn wir in David nicht hätten, der was die Jungen dort noch halbwegs so abholt, hätten wir sicher ein Mandat an die FPÖ noch verloren. Danke an dir, David, weil du hast uns das Mandat gerettet. Ich übertreibe dich. Also ich kann jetzt noch was sagen, mit 106 Vorzugsstimmen. Gratuliere. Und an 5. Stelle ist unser Kulturgemeinderat, mein Bruder, der Martin Kandler. Der Martin, wie es sehen wird, der Tag ein, Tag aus immer rennt, ein Organisationstalent ist, alles organisiert. Bitte? Sogar beim Feuerball, ja, stehst du, wenn die Musik noch besorgt ist. Ja. Ich sage nochmal danke, Martin, und ich gratuliere dir recht herzlich zu den 96 Vorzugsstimmen. Auf Platz 6 ist wieder ein junger, freut mich besonders, unser neuer Ortsbahnratsobmann Christoph Rodler. Vorzugsstimmen. Gratuliere, Christoph. Auf Platz 7, freut mich besonders auch, dass wir wieder im Gemeinderat drinnen haben, die Sabine Doria, unsere First Responderin. 86 Vorzugsstimmen. 86 Vorzugsstimmen. Gratuliere. Platz 8, ein neuer Gemeinderat. Ein neuer. Unser Jugendcoach. Wo ist er? Florian Sebesta. Florian, ich sage eins. Mich freut es so, dass du dabei bist bei uns und ich weiß, wie du ins Zeug hast oder was, und ich freue mich schon mit der Arbeit mit dir und danke. Ich habe das jetzt gesehen, wie lange sind wir jetzt, ein Jahr, da was du ein bisschen zugeschmeckt hast zu uns, und seit daher weiß ich genau, ich kann mich hundertprozentig verlassen auf dich, du hast dich voll rein und ich freue mich schon mit dir die nächsten 5 Jahre arbeiten zu dir. Warum hast du schon vor 3 Monaten gewusst, wie viele Vorzugsstimmen ich kriege? Ich habe das gesagt, das gibt's ja nicht, Bernhard, das auch wir es zeigen, ja? Ich hab's nicht ausgezählt. Platz 9. Entschuldigung. 54. Platz 9. Das freut mich auch. Wieder eine neue Gemeinderätin. Große. Unsere Vorwehrjugendleiterin.
Vorzugsstimmen. Kari, ich darf dir gratulieren und freue mich jetzt schon mit dir im Gemeinderat arbeiten zu können. Das glaubt man mal jetzt da, oder? Ja. Platz 10. Ja, der was gesagt hat am Donnerstag, sie wird ein bisschen mitkochen. Maria Kornhut. Maria, ich bin wirklich überrascht. Du bist ja ganz, ja, du bist ja ganz kurz erst in den Ring eingestiegen und hast 33 Vorzugsstimmen erkämpft. Danke, Maria, und ich gratuliere dir recht herzlich. Auf Platz 11 freut mich sehr unser Thomas Hennold mit 27 Vorzugsstimmen. Thomas, gratuliere. Und ich weiß, da werden Sie mir auch gedenken, hörst nur 27 Vorstellungen da. Es ist aber alles hart und schwer, nur eine zu kriegen. Das ist, das müssen Sie mitnehmen, hin, angeben oder hinschreiben. Das ist nicht so einfach wie ein Klammer auf der Woche 500 oder 1000. Nein. Es ist ganz, ganz schwer, Vorzugsstimmen zu kriegen. Platz 12, das freut mich besonders. Markus Kitzmüller. Ja! Ich sage danke, ich weiß noch genau, wie ich dich gefragt habe, kennengelernt habe ich dich beim Fingerlos am Heurigen. Da haben wir schon einige Spritzen da. Das war damals mein Wohlukat. Und ich sage, ich freue mich schon, wenn du deinen Betrieb auf Lanzenkirchen verlegst, wenn du dann wirklich richtig Zeit hast, dann für Lanzenkirchen und ich weiß, was in dir steckt. Wie du deine Zeit optimieren kannst und was Gutes und was Gescheites magst. Und vielleicht bringen wir den Sportverein auch noch ein bisschen auf die Füße mit dir. Danke nochmal für den Einsatz. Und du hast ja auch kurz jetzt reingehauen, aber ins Zeichen und mir gedacht, dass du bist so offen, du gehst allen Menschen zu. Das ist ein echter Oberösterreicher. Hilft immer. Ja, passt. Großdorfer. Nein, danke nochmal und gratuliere dir. 27. Das ist Gleichstand für den Donner. Platz 13. Wo schätzt wer? Andi. Der Andi hat zwei Zeit gehabt zum Lernen, glaube ich. Der Philipp, Simple. Ja, wir haben zwei 13. Gleiche Stimmen, jetzt haben wir schon den Schirm auf. Gleich nach der Wahl. Ich habe einen zweiten mit 24 Stimmen. Keinen geringeren als wir unser. Ja, das sind alle zwei Security Access. Ja! Aber ich sage ganz mit aller Gelassenheit, wir werden den heutigen Tag einmal gescheit feiern, da dann gescheit essen und trinken. Oh. Oh.